Ja, willkommen zum neuen Let's Play und wie man unscheinbar erkennen kann, spielen wir Mini-Ninjas. Ich hatte das schon mal auf dem Laptop angezockt, bevor ich meinen Rechner hatte. Und ich muss sagen, das Spiel finde ich persönlich richtig lustig gemacht und hab Bock darauf, das mit euch durchzuzocken. Und da will ich gar nicht viel labern. Vor langer Zeit, als der böse Samurai-Kriegsherr zum ersten Mal verbannt wurde, brach für das Reich ein Zeitalter des Friedens an, das mehr als 300 Jahre währen sollte. Seine düsteren Festungen gerieten in Vergessenheit und verfielen, und die Menschen in allen Winkeln des Landes lebten nicht mehr in Furcht. Während die Jahre vergingen, blieb das Geheimnis der Kuji-Magie in uralten Schreinen verborgen. Und die Menschen in den Dörfern und Städten wandten sich wieder ihrem Tagwerk zu. Doch der Friede war nicht von Dauer. Eines Tages zogen über den Bergen am Horizont schreckliche Stürme auf. Sturmfluten und Erdbeben erschütterten die Ebenen. Hoch oben auf dem Berg, auf dem die Ninjas lebten und trainierten, erkannte der Ninja-Meister entsetzt, dass die Welt in Aufruhr war. Es gab Gerüchte von mysteriösen Samurai, die in den Wäldern scheinbar grundlos wilde Tiere jagten, um diese in Käfige zu sperren. Doch in Wirklichkeit war der böse Samurai-Kriegsherr zurückgekehrt und hatte eine Armee dunkler Diener ausgehoben, um die Welt zu unterwerfen. Mit Hilfe der verbotenen Kuji-Magie verwandelte er unschuldige Tiere in seelenlose Samurai-Krieger. Diese schickte der Kriegsherr aus, um seine einstigen Festungen zurückzuerobern und unter den Menschen Angst und Schrecken zu verbreiten. Nur eines hatte er nicht bedacht. Durch den Missbrauch der Kuji-Magie hatte der böse Samurai-Kriegsherr das Gleichgewicht der Natur gestört und den Zorn der Götter geweckt, die in ihrer Wut schreckliche Stürme entfesselten. Je größer seine Armeen wurden, desto verheerender wurden die Stürme. Der Ninja-Meister ahnte von all dem noch nichts. Doch er wusste, dass etwas getan werden musste, um der Sache auf den Grund zu gehen. Einst hatte er geschworen, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Und da er diesen Eid nicht brechen konnte, traf er eine Entscheidung. Der Ninja-Meister schickte seinen besten Ninja auf die Suche nach dem Ursprung der Stürme. Viele Sonnen und Monde vergingen, doch der Ninja kehrte nicht zurück. Also entsandte der Meister einen weiteren Ninja. Wieder ohne Erfolg. Egal wie viele Ninjas er auch in die Welt hinausschickte, keiner von ihnen kehrte je zurück. Bald waren nur noch zwei Ninjas übrig. Nie hätte der Meister gedacht, dass er ausgerechnet sie auf eine gefährliche Reise schicken würde. Aber wie es schien, ruhte das Schicksal der Welt nun in ihren Händen. Ja, dann können wir jetzt auch endlich loslegen. Ich muss eben gerade nochmal ein Soundproblem fixen. Aber davon habt ihr nichts mitbekommen, weil ich das rausgeschnitten habe dann. Und ich würde sagen, dann beginnen wir das Spiel. Mini Ninjas, was ich sehr nett gemacht finde. Hier mit dieser Comic-Grafik. Bam! Voll auf die Fresse. Hiro, gut, dass ich dich gefunden habe. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich habe den Ältesten des Dorfes am Fuß des Berges gefragt, ob er etwas von unseren vermissten Ninja-Freunden gehört hat. Aber er weiß auch nichts. Stattdessen erzählte er mir merkwürdige Geschichten. Offenbar streifen Samurai durch die Wälder jenseits des Flusses, auf deren Bannern ein seltsames Wappen prangt. Wie es scheint, machen die Samurai Jagd auf wilde Tiere, die sie dann tiefer in den Jadesteinwald bringen. In dieser Richtung liegt nur das alte Schloss. Aber das ist seit langer Zeit verlassen. Dachte ich zumindest. Hiro, du musst dein Training schnellstmöglich abschließen. Den Berg hinabsteigen und am Schloss nach dem Rechten sehen.
Vielleicht finden wir dort Antworten auf unsere Fragen. Um dir bei deiner Reise zu helfen, habe ich die Tengu gebeten, einige besondere Hüte für dich zu weben. Keine gewöhnlichen Hüte, versteht sich. Sie bestehen aus einem speziellen Gewebe, das unter anderem Pfeile abwehren kann. Lauf zum Dojo und rede mit Zen. Er wird dein Training abschließen. Wenn du fertig bist, erwarte ich dich am Haupttor des Dorfes. Hier können wir ihn auf- und absetzen. Jetzt geht meine Maus nicht. Ach doch, jetzt. Da kann ich nur meine Sicht nicht drehen. Wie man sieht, setzt er den Hut automatisch immer, wenn man das Schwert zieht. Oh, hier ist eine Blume, die können wir einsammeln. Mit dem Blumen einsammeln hat mich ehrlich gesagt ein wenig an Risen erinnert. Mit Gronkh und seinem Kräuter-Omi-Geschichten. Ah, guten Morgen. Im Dorf herrscht eine eigentümliche Stimmung, seit alle deine Ninja-Freunde weg sind, findest du nicht? Ich werde versuchen, hier möglichst nicht alles... Jetzt muss ich wohl die Welt retten. Nachdem die anderen verschwunden sind, hoffentlich sind Shun und Tora wohlauf. Bis bald, hoffe ich. Kunochi. Ja, wie wir ja im Vorspann erfahren haben... Können wir hier Bärchen pflücken? Nur, ich habe ja noch volle Leben, da wir noch nicht gekämpft haben, also bringen wir uns die Bärchen nicht. Was will ich gerade erzählen? Ja, wie wir im Vorspann gesehen haben, Welt wird vom Bösen überfallen und wir müssen die natürlich wieder retten. Und, was hast du zu sagen? Meister möchte, dass du den Ursprung der Stürme findest. Denke stets an dein Training, junger Ninja. Nimm diese Mission nicht. Ja, nicht auf vielleicht die Schulter nehmen, denn wie ich gerade sagte, sind auch schon unsere Freunde alle quasi verstorben. Ja, also ich kann nicht viel mehr sagen, außer wir müssen jetzt da runter und man kann irgendwie auch sprinten, ne? Irgendwie zumindest. Hier etwas schleichen. Oh, Blitzchen. Austernpilz erhalten. Kann man das kaputt machen? Yeah. Kann man ein bisschen Geld einsammeln. Lalalala. Jetzt müssen wir mit ihm hier reden. Oh, da bist du ja endlich, Hiro. Der Ninja-Meister hat mich gebeten, dein Training schnellstmöglich abzuschließen. Deshalb unterscheidet sich die heutige Lektion von allen bisherigen. Zuerst gehen wir ein letztes Mal die Grundlagen durch. Danach erwartet dich deine letzte Prüfung. Und jetzt greife meinen Helfer hier an, sobald er erscheint. Waffe zücken mit linker Maustaste und dann immer schön mit linker Maus drauf halten. Gut gemacht, Hiro. Dieses Mal verteidigt sich mein Helfer ebenfalls. Möchtest du ihn besiegen, musst du zunächst mit einem mächtigen Schlag seine Verteidigung durchbrechen. Ausgezeichnet, setze jetzt mit einem schnellen Angriff. Dein Gegner ist nur für kurze Zeit getäubt. Versuche noch einmal seine Verteidigung. Sehr gut, Hiro. Du hast dich wacker geschlagen. Natürlich stehen Ninjas nur selten einem einzelnen Gegner gegenüber. In der Regel sind deine Feinde deutlich in der Überzahl. Denke nun daran, was ich dich gelehrt habe, und setze die Lektion in die Tat um, ja? Verteidige dich! Da kann ich nicht runterlaufen, okay. Und bam! Voll kriegt ihr Vögelchen hier mal einen auf die Fresse. Und immer schön die Erfahrungspunkte einsammeln. Ja, schlechter geht auch nicht. Ausgezeichnet! Du wirst immer besser, junger Freund. Eilen, aber noch hast du Zeit. Das ist ja typisch. Dein Freund Futo ist immer noch nicht da. Wenn der Bursche wieder in meinem Apfelbaum sitzt... Ja, bist du. Weißt du was, Hiro? Geh am besten auf den Hügel und such ihn. Wenn du das Dojo durch den Haupteingang verlässt und geradewegs den Hügel hinaufläufst, findest du ihn vermutlich in meinem Apfelbaum. Komm mit ihm hierher zurück. Und halt die Augen offen. Gut möglich, dass sich meine Helfer im Dorf auf dich stürzen. Drücke E, um dich von den Göttern leiten zu lassen. Also,
Eigentlich nur, anders ausgedrückt, um einen kleinen Pfeil hier oben über dem Kopf zu haben, damit wir wissen, wo wir lang müssen. Und eigentlich müssen wir nur dieser komischen Apfelspur hier folgen, die auch gar nicht unauffällig ist. Und speichern können wir leider nur an diesen schönen Punkten hier. Müssen wir rangehen, Leertaste drücken und ich habe gespeichert. Ja. So, und jetzt aber schnell hier irgendwie noch sprinten. Ich weiß gerade nur die Taste nicht und ich bin gerade so faul. Oh, Blümchen. Nachzugucken. Was steht denn hier? Obstlichtung, ja. Hier sind wir die ganzen Apfelbäume. Oh, ich sehe gerade, wir haben unten in der Leiste nur noch anderthalb Herzchen und erstmal hier. Oh, ein Stachel Genesstrank eingesammelt. Drücke 3. Ja, das ist unser Inventar quasi. Escape zum Verlassen. Also die Steuerung ist teilweise ein bisschen unschön gemacht, weil man komische Tasten manchmal drücken muss, wie ich finde. Das werde ich dann im Laufe des Let's Plays wahrscheinlich umstellen. Und mich an andere Tasten gewöhnen. Aber immer schön hier die ganzen Sachen einsammeln. Denn, man glaubt es vielleicht nicht, aber die bringen dann auch Punkte so für die Endwertung. Dann ist der einzelne Level, der einzelnen Stages quasi. Und obwohl jetzt nichts Berauschendes passiert ist, gibt es jetzt hier einen Speicherpunkt. Denn als ich das auf dem Laptop angefangen hatte, habe ich hier ganz schön gefailt. Da war eben gerade... Ach, kommt man einfach so rüber. Jetzt komm hier. Drücke Umschalt, um dessen Angriffe abzublocken. Bam, 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 bam. Batz, batz, batz. Und schon mal noch einer, ne? Hm? Noch nicht. Und Level up. Sprinten. Ach so, jetzt können wir sprinten, indem wir L festhalten. Ach, Eingabe. Siehst du, das ist doch, was ich meinte. Sonst müssen wir Enter drücken. Space drücken, sonst müssen wir Enter drücken. So, und das Doofe ist, dass jetzt kein Speicherpunkt kommt. Und gleich eine Stelle kommt, wo ich immer sehr gefailt habe. In, da wo ich getestet habe. Und rechts und links und auch da. Da ist der Apfelbaum. Was für ein Wunder, wer sitzt da? Also wenn ich einen Apfelbaum hätte, würde ich den natürlich auch möglichst da hinstellen, wo ich nicht hinkomme. Wie kann man denn hier nochmal rüber? Ah, genau. Hier hochklettern und mit A und D können wir jetzt natürlich ganz normal seitlich weiterlaufen. Darf mir die Kamera nicht zu weit schenken, weil sonst läuft er nicht weiter. Finde ich ein wenig sehr merkwürdig. Jetzt komm, geh runter. Junge. Wieder. So, jetzt kommt's. Das, was ich nicht konnte, muss hier gegen springen. Oh, man startet sogar wieder hier. Oh, nicht gerade hoch. Seitlich daran. Oh. Oh. Habe ich aber gut hingekriegt. wie man sie gesehen hat, sind da noch 4 Felder frei und das sind halt die ganzen vermissten Ninjas, die wir noch retten müssen und die wir auch spielen können. So, du hast Futo gefunden, er ist der größte der Ninjas und Hiros bester Freund. Mit seiner Hilfe kannst du größere Gegner ausschalten. Wir haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Aber erstmal will ich dieses Kiste. Bevor du dein Training fortsetzt, solltest du deinen Freund Futo rufen. Deine Freunde sind immer in deiner Nähe, so, und hier zur Seite zu stehen, falls du sie brauchst. Da ist nämlich Geld drin. Sollen die 1 drücken? Dann können wir hier den Futo auswählen. Ah, Futo, schön, dass du endlich kommst. Ich denke, es wird Zeit für deine Hammer.